Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Meerschweinchen-Kanal. Ja, heute kommt nicht, wie ihr wahrscheinlich gedacht habt, das Video zu meinem Fazit zur Fließhaltung und wie da gerade die Situation ist, sondern ich werde heute ein Video passend zu Halloween machen, und zwar Last Minute Halloween Snacks für Meerschweinchen. Und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei und dann sehen wir uns gleich in der Küche wieder. So, jetzt bin ich wieder in der Küche und ich habe jetzt einfach mal alles genommen, was ich immer im Kühlschrank habe für die Meerschweinchen. Also was eigentlich immer vorrätig ist, weil es sind ja Last-Minute-Halloween-Snacks, also aus allem, was man sowieso hat. Ich weiß ja nicht, was ihr verfüttert. Ich mache es jetzt einfach mal mit den Sachen, die ich immer verfüttere. Einmal hier Tomaten, also davon natürlich auch nicht mehr zu viele, aber die fressen die Meerschweinchen schon sehr gern. Dann natürlich Karotte. Ich glaube, da gibt es kein Meerschweinchen, was keine Karotte mag. Dann Salat natürlich. Da werde ich gleich noch gucken, was ich damit mache. Dann hier, das kriegen sie natürlich auch nur ganz, ganz selten, mal ein Stückchen Rosenkohl. Und hier noch eine Paprika. Und natürlich Gurke. Und die Gurkenschalen werde ich bestimmt vor allem verwenden. Die Meerschweinchen lieben Gurkenschalen. Und ja, dann werde ich jetzt erstmal anfangen. Und ja, dann werdet ihr jetzt gleich sehen, was der erste Snack. Zuallererst habe ich mir die Tomatenspinnen ausgedacht. Und dazu braucht ihr erstmal eine Gurke. Die schält ihr. Und das habe ich natürlich schon gemacht. Und hier habe ich die in Streifen geschnittene Gurkenschale. So sieht das jetzt aus. Müsst ihr natürlich alles gut waschen. Weil ihr nehmt ja die Schale und ja, genau. Also hier habe ich das gemacht. Das lege ich jetzt erstmal hier noch an die Seite. Und dann braucht ihr natürlich Tomaten. Davon nehme ich jetzt erstmal nur eine, um euch zu zeigen. Und die schneidet ihr dann ganz einfach durch. Am besten eignen sich dafür solche etwas länglicheren Tomaten, die ein bisschen größer sind. Und dann legt ihr sie einfach so hin. Und dann könnt ihr hier die Schale von der Gurke nehmen. Die werde ich jetzt allerdings nochmal in der Mitte durchschneiden, also längs, weil die ist doch ganz schön breit. Und dann könnt ihr sie noch einmal in der Mitte schneiden und dann könnt ihr sie einfach hier so hinlegen. So, und das ist jetzt auch schon die fertige Spinne. Und ich habe mich jetzt auch entschlossen, die Beine da drunter zu legen, weil es sieht doch auf jeden Fall besser aus. Und ja, kommen wir zum nächsten Snack. Der nächste Snack ist eine Halloween-Paprika. Es ist im Prinzip wie ein Halloween-Kürbis, den man ausschnitzt, nur halt als Paprika. Und zuallererst müsst ihr den Stiel entfernen. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Hier habe ich jetzt die Paprika fertig ausgeschnitten und jetzt werde ich mal versuchen, unfallfrei hier Augen reinzuschneiden und eventuell kriege ich sogar noch einen Mund hin. So, ich habe es jetzt tatsächlich erstmal nur so hingekriegt, also mit der Nase und den Augen, weil die Paprika einfach ein bisschen zu klein ist. Aber wenn ihr eine größere kriegt, könnt ihr ja versuchen, dort noch einen Mund reinzukriegen. Aber passt auf jeden Fall auf, weil, oder holt eure Eltern dazu, weil das Messer, was man dafür braucht, ist ziemlich spitz. Und da müsst ihr dann wirklich doll aufpassen. Und jetzt habe ich mir noch überlegt, so als Gehirnmasse oder so, könnte man noch die übrig gebliebenen Gurkenschalen verwenden. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. So, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde, das sieht fantastisch aus. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich hoffe, dass die Meerschweinchen sich darüber freuen. Und dann stelle ich es auch mal zu der Snackspinne. Und dann kommt schon der nächste. Als nächstes habe ich mir überlegt, eine Mumienmöhre. Dafür braucht ihr natürlich eine Möhre und die werde ich jetzt erstmal schälen. Das mache ich für euch dann aber erstmal nicht, also das werde ich für euch erstmal nicht mitfilmen. Und dann schäle ich auch nochmal die Gurke und das werde ich dann auch nicht mehr mitfilmen, weil das ist für euch, glaube ich, nicht so interessant. Aber dann werde ich euch zeigen, wie ich die beiden zusammen kombiniert habe. So, wie ihr sehen könnt, habe ich die Möhre auch jetzt nochmal in zwei Teile geteilt, damit man sie einfach besser hinlegen kann und sie nicht halt durch die Gegend rollt.
Und jetzt werde ich in die Mohrrüben noch ein Gesicht schnitzen. Und das zeige ich euch jetzt einfach. Ich werde jetzt hier einfach ein kleines Dreieck reinschneiden, dass ich, oder ein Viereck. Ich mache jetzt auch mal ein Viereck. Das ist ein bisschen einfacher. Und werde jetzt gucken, dass ich das rausbekomme. Hier müsst ihr auch wieder vorsichtig sein. Das Messer ist scharf. So. Oh ja, ich hab's. Okay. Interessant. Also es geht tatsächlich gar nicht so leicht, wie ich dachte. Okay, also es war jetzt tatsächlich doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hätte. Hier seht ihr jetzt, die Augen sind nicht mega gleich, aber das ist auch gar nicht schlimm. So, und jetzt nehmt ihr euch eine Gurkenschale und fangt hier unten an, haltet die fest und dann wickelt ihr das halt einfach so ein bisschen rum. Muss auch nicht gleichmäßig sein, es soll halt einfach aussehen, als ob das eine Mumie ist. Auch wenn die Gurkenschalenstücke nicht immer gleich lang sind. Okay, es funktioniert irgendwie nicht so richtig gut. Okay, also es ging jetzt doch gar nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Hier seht ihr die Augen. Sie sind nicht gleich groß, aber das ist auch gar nicht schlimm bei einer Mumienmöhre. Ich werde jetzt mal versuchen, die Gurkenschalen drum zu wickeln und dann zeige ich es euch gleich, wenn ich es geschafft habe. Und hier habe ich es jetzt hingelegt. Ich weiß, es ist nicht gerade doll mit der Schale umhüllt, aber es ist einfach echt schwierig, dass die Schale da drum hält, wenn man zum Beispiel zwei Stück macht. Und ich finde, es sieht trotzdem schon ziemlich süß aus und auch ein bisschen gruselig natürlich, denn es soll ja für Halloween sein. Und ich denke, eure Meerschweinchen werden es trotzdem gerne wegfressen. Als nächstes werde ich kleine Schädel mit Gehirninhalt machen, und zwar mit dem Rosenkohl. Zuerst, also ihr braucht einen Rosenkohl, und dann werde ich jetzt hier in der Mitte ein Viereck ausschneiden. Und zwar so. Wisst ihr was? Ich zeige es euch einfach, wenn ich damit fertig bin. So, hier habe ich das jetzt schon so einigermaßen geschafft, da ich das hier ausgeschnitten habe. Also das ist jetzt der Schädel. Und den lege ich jetzt hier mal so hin. Und dann brauchen wir den Salat. Und zwar braucht ihr davon gar nicht so viel, sondern nur noch so eine kleine Spitze. Und wenn ihr die dann schön zerreißt in ganz viele kleine Stücke, ihr könnt die auch schneiden und es dann hier oben reinmacht, so, dann sieht es, okay, es sieht nicht wirklich so aus, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich richtig witzig, so. Und ich habe mir gerade überlegt, wenn man eine Tomate nimmt und sie jetzt noch aufschneidet, so, und dann über den Schädel den Tomatensaft auspresst, so, dann finde ich, sieht es doch auch echt schon ein bisschen witzig aus. Und mit viel Fantasie kann man sich das dann auch echt vorstellen, dass das ein Schädel sein soll. So. Kleine Schweinchen jetzt reingesetzt und jetzt werden sie endlich ihre tollen Halloween-Snacks bekommen. Ich bin tatsächlich echt schon voll aufgeregt. Ich mache jetzt hier erstmal die Scheibe hoch und stelle die Kamera ab, damit wir das auch alle am besten sehen können. Und okay, irgendwie muss die Kamera jetzt halten. Hallo Nemo, guten Tag. Okay, ich stelle sie einfach so ab. So, ist fokussiert. Dann tue ich das weg. Und, achso, genau, ich wollte euch zeigen, hier meine Halloween-Deko für die kleinen Schweinchen. Ja, genau, nochmal so, by the way. Und jetzt stelle ich ihre Halloween-Snacks rein. Und dann werden wir mal sehen, was jetzt so passiert.
So, also die Meerschweinchen haben sich jetzt schon echt drüber hergemacht. Das liegt jetzt noch alles da. Ich würde mich jetzt erstmal von euch verabschieden und ich hoffe, ihr könnt es nachmachen. Und ich hoffe, euch hat auch das Video gefallen. Bis zum nächsten Video und Happy Halloween!